Und hier geht's auch schon wieder weiter. Wir hatten ja ein mächtiges Problem, dass es bei uns hier nur so knallt und scheppert. Überall sind irgendwelche Aufstände. Ich glaube, jetzt könnte es sein, dass wir jetzt abkratzen und unser Amt verlieren. Weil ihr seht ja, hier sind nur noch Rebellen, überall nur noch rot. Und ich glaube echt, das verlieren wir diesmal. Das wäre sehr doof, ne? Ich würde gerne erstmal speichern. Ach, automatischer Spielstand, den löschen wir gleich. Und überschreiten, ja. Ist wieder unser schöner Ladebildschirm. Und dann spielen wir mal weiter. Und verlieren, Haus hoch. Ach Mann, ey. Hier hinten, oh, die bombardieren uns hier alles hier hinten. Ist ja nicht nur hier vorne, sondern auch der, also hier vorne, den haben wir gerade besiegt, den roten Punkt. Vielleicht, wenn wir Glück haben, könnten wir es ja vielleicht doch noch schaffen. So, die Panzer drehen jetzt langsam. So, wieder aufbauen. Den anderen Turm haben sie bestimmt, nee, der ist noch nicht wieder aufgebaut. So, wo latschen die denn hin? Die müssen doch hier hin, oder nicht? So, den Rebelle tun wir erstmal verbannen hier. Hier ist noch einer, also... So, wir töten ihn jetzt einfach mal. Wenn sie es mit Verbannen nicht raffen, dann müssen wir jetzt erstmal ein paar Rebellen... Ach, hier sind auch noch welche. Wütender Mob. Boah, mein Wischmob ist manchmal auch wütend. So ein Fuck, ey. Mann, Mann, Mann. Die scheiß Rebellen, ey. Ist ja ein riesen Rebellenangriff hier. Ja, die haben es hier oben auf den Turm abgesehen. Ich hoffe, dass meine sich ein bisschen beeilen, dass die gleich dann hinterhergehen. So, hier unten hoffe ich, dass... Wir haben ja Panzer, deswegen hoffe ich, dass das gut hier gegen die paar Leutchen. Hier geht's richtig zur Sache. Also der eine rote Punkt ist weg. Also hier unten, das dürfen wir eigentlich gut schaffen, dank unserem Panzern. So, genau. Und jetzt dürfen wir nur noch hier oben den roten Punkt haben, genau. Na, die sind ein bisschen früher am Turm. Aber der Turm wird hier ein bisschen was aushalten, ne? Hier kamen gerade ein paar Touristen an. Profit, ha, wir machen sogar Präsident, schon Profit mit den Dingen. Ein Öltanker und ein Narwal sind nahe der Küste von Tropico zusammengestoßen. Der Tanker wurde schwer beschädigt. Der Narwal ist in Richtung Kanada geflohen. Das war ja klar. Wenn wir hier Rebellen haben, haben wir auch noch eine Ölkatastrophe. Ey, Leute, Leute. Chemische Öltrennung. Das wäre ein bisschen teuer, aber was haben wir davon, wenn wir das machen? Ah, jetzt habe ich das gekauft. Ich wollte das gar nicht. Hallo? Nein, nein. Ich wollte nur auf das Ausrufezeichen, was das bedeutet. Och nö. Präsident, die Folgen der Ölpest wurden beseitigt. Ja, toll, haben aber übelst die Kohle bezahlt. Mann. Das ist unser ganzes Bild hier verstellt. Obwohl die Ansicht auch nicht schlecht war. So, wenn man guckt, so über die Stadt guckt. Nicht schlecht, ne? Oh, wir haben zwei Aufgaben am Palast. Na, drehst du dich mal bitte.
Ach, wir haben gesiegt, gesiegt haben wir. Alles wieder ganz hier. So, dann gucken wir uns mal die Aufgaben an. Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben die Kommunisten, dass unsere Revolution nicht die beste ist. Bauen Sie ein Baubüro. Nö, das machen wir nicht. Präsidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Wir hatten doch aber schon einen Nachfolger. Hatten wir nicht eine kreiert? Nee, dann machen wir das weg. Ich bin. Nee, wir hatten. Doch, sie. Ja, genau. Wir hatten eine. Noch eine braucht man nicht, das reicht. So, wie sieht's hier eigentlich aus? 0 von 0. Einer. Ha, und unsere Luxusvillen sind schon wieder alle voll. Wir müssen schon wieder so eine teurere kaufen. Die ziehen nur hier in diese Luxusvillen. Tja. Machen wir noch einen Weg dran. So. Können wir ja hinterm Rathaus so lang machen. Genau, können wir ja eigentlich mit hier oben verbinden. So. Hier könnten wir ja noch irgendwas Kleines hinstellen. Was haben wir hier an Unterhaltung noch? Ein Restaurant haben wir da schon, aber vielleicht eine Gartenanlage. Mal gucken. Ja, so ein Ding. Genau. Hier sind keine Arbeiter. Ich lade jetzt einen Gastarbeiter ein. Es kann doch nicht sein, dass wir hier übelst die Arbeitermängel haben, aber haufenweise Obdachlose. Und das ist ja hier ungebildet. Also, ich verstehe das nicht. 94 verfügbare Jobs. Und hier laufen schon wieder die ersten Rebellen rum. Also, ich glaube, lange können wir uns hier nicht mehr halten. Aber 83% hier Zustimmung. Also, ich verstehe das nicht. Macht unsere Schule hier zu wenig Abschlüsse oder was? Abschlüsse 29. Es sind auch nur 3 von 10 drin. Ich verstehe Die das auch nicht. Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Ja, ich würde gern mal Wahlen machen. Vielleicht hören da die Rebellen auf. Vielleicht sehen die dann, dass die Bürger uns lieben und vielleicht hören die dann auf. Also hoffe ich. So, wie sieht's mit unseren Handelsrouten aus? Ist da noch alles in Ordnung? Hier wird ja noch. Oh, hier können wir auch Fleisch. Dann würde ich das Schiff hier absetzen und hier Fleisch. Dann kriegt man nämlich mehr. Und zwar ziemlich mehr. So, dann hat man hier einen bei Tabak. Kohle bringt jetzt nicht so viel. Das haben wir noch nicht angebaut. Möbel haben wir auch nicht. Und hier machen wir Auto. Quatsch. Rum und Zigarren. Ja, das würde ich so lassen. Genau. So, unsere Bungalows machen hoffentlich plus. Ja. 75 macht einer. Plus. Wieso latscht da schon wieder ein Rebelle rum? Kann nicht wahr sein. Kann echt nicht wahr sein. So, das Zirkus und so und der Kram hier alles, das wird jetzt wahrscheinlich mehr Profit machen, weil ja unsere Urlauber kommen ja jetzt auch hierher. Und noch eine Aufgabe. Präsidente, ich fürchte, der Kalte Krieg wird zu kalt. Wie wäre eine Aktion, die den ganzen Planeten gefährdet? Sowas machen doch alle coolen Nationen. Bauen Sie zwei Militärgebäude. Ich nehme es erstmal an. Weil so viele Militärgebäude haben wir jetzt auch nicht. Wir haben nur den Militärfort und die Kaserne. Und hier unten das? Ja, die Militärbasis. Da würde ich noch so gerne so zwei Kasernen bauen, würde ich sagen.
Oder nee, wir bauen ein Gefängnis. Das würde ich gerne eigentlich ein bisschen weiter abgelegen machen. Ich würde sagen, das bauen wir hier so hin. So. Weil das muss ja nicht direkt hier irgendwo mitten in der Stadt sein. Das wäre ein bisschen blöd. Und eine Kaserne bauen wir aber trotzdem noch. Die bauen wir daneben. Als erstes werden ja eh erstmal unsere Wohnhäuser gebaut, weil wir da Priorität ja hoch haben. Ja, ne? Ein Gastarbeiter kam an und 19. Wieso kommen denn schon wieder Bürger an? Denk, wir haben die Grenzen zugemacht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Mann, Mann, Mann. Lass mich raten, hier oben das Ding. Oh, es produziert. Welch ein Wunder. Alter. Wie viele Leute arbeiten hier? Wollt ihr mich verarschen? Tatsächlich. Ey, kein Wunder, dass wir so wenig Arbeiter haben, wenn hier oben hier schon sonst wie viele Arbeiter sind. Sind hier auch so viele? Nee. Ey, hammer krass. Hier sind auch so viele. Alter Verwalter. Kein Wunder hier. So, wenn das Gebäude fertig ist, machen wir hier schon mal die Priorität hoch und im Gefängnis. Dann tun wir nämlich die Rebellen alle ins Gefängnis. Vielleicht halten sie dann endlich mal ihre Klappe mit ihren Aufständen. Ist ja nervig. Ich will ja einfach nur eine friedliche Stadt. Hier war gerade keiner drin und schwupps war das Zeichen wieder weg, da kamen die nächsten. Ach, hier arbeitet auch immer einer. Okay, ich habe gedacht, da muss keiner arbeiten im Bungalow. Naja. So, ein bisschen Geld haben wir auch schon wieder zusammengespart. Das ist schön. Wie sieht es eigentlich mit unserer Forschung aus? Ach, wir geschnitten. Ach, den Supermarkt. Ja, dazu brauchen wir ja Strom, ne? Aber ich will kein Uran einkaufen. Das ist doch doof. Also tut mir echt leid, wenn ihr jetzt denkt, oh, ist die blöd. Uran kann man ja so und so produzieren. Aber ich weiß es echt nicht. Hier steht das auch gar nicht mehr dabei. Ui, haben wir schon zwei Seiten. Krass. Krass, krass. Aber hier steht nirgendwo Uran. Hier Kohle, Gold, Eisen, Erdgas. Hier Uran, Uran. Ja, verkaufen. Das ist blöd. Oder war das Einkauf? Nee, das ist Einkauf. Das ist Einkauf. Genau. Ja, aber ist auch ganz schön teuer. Das ist total doof hier. Irgendwie müssen wir doch gucken, wie wir Uran herstellen können. Automatisches Bergwerk, Öl, ja, Öl und produziert Öl und Erdgas. Also hier können wir schon mal Erdgas herbekommen. Schmuckfabrik, aber ich bin echt überfragt. Ach hier, Eisen und Uran. Also, aber wir haben nirgendwo Uran auf der Insel. Also nicht, dass ich gesehen habe. Hier drüben hat man ja noch mal Gold. Hier haben wir noch mal Gold. Hier oben hat man, glaube ich, noch mal Gold. Uran, tada, tada. Da haben wir es doch. Dann bauen wir gleich ein automatisches Bergwerk an das Uran dran. Krass, krass. So, wie weit müssen wir jetzt die Straße machen? Na, ach, hier vorne.
So. Ich denke mal, das Gebäude ist jetzt wahrscheinlich... Huch, viel zu weit. Nee, es geht. Okay. Hab schon gedacht, das wäre zu weit von den Baudingern jetzt weg, aber das funktioniert. So, wenn wir dann Uran herstellen können, dann können wir auch unseren Strom her, also hier Stromanschluss machen. Das wäre ja prima. So, unsere Gebäude sind auch alle fertig. Ja. In einem Gebäude wohnen welche und das war's. Also, es ist doch echt bescheuert hier. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Für Obdachlose. Ob wir überhaupt nochmal unter die 100 kommen? Ich bezweifle es allmählich. Mann, das hier oben soll auch endlich mal fertig werden. Noch viel zu tun. Aber zum Glück haben wir ja vorhin den Rebellenangriff überlebt. Da hatte ich schon gedacht, jetzt ist es aus. Jetzt sind wir weg vom Fenster. Aber nee, wir haben es geschafft. Du. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsident. Ich glaube, ich habe es zu laut gesagt. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Also das kann doch nicht irgendwie wahr sein. Wieso denn schon wieder Rebellen? Ich verstehe das nicht. Was ist denn mit denen los? Ach, hier sieht man auch die Geburtsrate übrigens und die Einwanderung. Ey, die sind alle unzufrieden hier, aber wir gehen nicht raus. Statt sie nicht einfach mal abhauen, ey. Unruhe, Mittel. Rebellenbedrohung. Ja, toll. Sollen sie einfach mal abhauen? Die gehen mir auf den Sack, die Rebellen. Wir könnten ja mal hier die USA, ich würde gerne die USA einladen und das andere Land da drüben. So, da haben wir nämlich jedes Land einmal eingeladen. Ich verstehe das nicht, ey. Wir haben hier überall zu wenig Leute und die Rebellen. Wir haben doch eigentlich gute Zufriedenheit. Hatten wir nicht Wahlen angedrückt? Zeit, dass unser Gefängnis fertig ist, ey. Da stecke ich die alle da rein. Schnauze voll hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und hier die Leute, die wollen hier auch nicht einziehen. Also irgendwas machen wir hier falsch. Irgendwas machen wir falsch. Ich verstehe das nicht. Hier alles voll mit Rebellen schon wieder. Und wir haben eigentlich geschlossene Grenzen und es kommen trotzdem andauernd scheiß Leute rein. Hier, geschlossene Grenzen. Erschwerte Einreise. Hallo? Und trotzdem kommen 19 Bürger an? Hier können wir erstmal verbessern. Ey, krass, Mann. Alles Rebellen, die nirgendwo in so Häuser wohnen wollen. So, unser Gefängnis hat 42%. Das Ding hat noch 0%. Wie sieht's hier hinten aus? Das hat noch 0%. Da hat man auch die Priorität nicht hoch gemacht. Hier gucken, nicht, dass sie hier wieder rumbauen. Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Rebellen greifen an. Welch ein komisches Ereignis, was noch nie vorgefallen ist, ne? Ach Leute, ich mache erstmal hier Pause, weil mich das nur ankotzt mit diesem scheiß Rebellen. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Tschüss.